finde das alles so öd hier, so. So poesielos, ja, so ohne jegliche Farben und Formen, oder? Der Raum ödet mich an. Diese Sachen hier öden mich an. Alles künstlich, alles so platt, ja, so geistlos, ohne inneres Leben. Das ist ja noch nicht mal charmant oder witzig, einfach nur öde. Öd und hässlich. Ich kann das alles nicht mehr sehen, diesen ganzen industriell gefertigten Allround, allzweck, überall verwendbar Mist. Mir tut das in den Augen weh. Innen tut mir das weh. Du rennst in den Berg, als könnte man baden dort. Du, Krisis, du kannst atmen über dem Wasser. Du, Krisis, du bist mein alpiner Held. Du, Krisis, du gibst meinem Asthma einen Sinn. Fahrkarte? Ja, ich hätte sogar einen echten Tag für dich, wenn du willst. Was kostet es? Eigentlich 3 Euro. Gibst du mir 2, dann ist es okay. Was hast du sonst noch so? Du musst ja wahrscheinlich Richtung Alex, oder? Weiß ich nicht. Wo ist denn schöner? Schöner ist eigentlich nach hinten raus, weil da kommst du in die Natur. Ah. Du könntest auch bis zum Tierpark fahren, aber einen Tierpark kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten, oder? Tierpark? Ja, aber der kostet halt Geld. Okay, gut. Geh doch einfach mal gucken. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ein Beamter des städtischen Amtes für Versicherungsangelegenheiten saß an seinem Pult und döste. Während er döste, hielt er den Bleistift in der rechten Hand. Allmählich verspürte